Im Folgenden werde ich das zweite Übungsblatt besprechen. Also ich werde einerseits über die Implementierungshinweise reden, die ich Ihnen ans Herz lege, und zum Zweiten natürlich über die konkreten Aufgaben, die Sie bearbeiten sollen. Hintergrund ist natürlich unser Nahverkehrsnetz, das Sie ja im ersten Übungsblatt importiert haben. Sollten Sie im ersten Übungsblatt bei dem Import, also sollten Sie da Probleme gehabt haben bei der Umsetzung, ist das kein Hindernis, das zweite Übungsblatt zu bearbeiten. Da ich ja quasi die Netzstruktur Ihnen ja in diesem ADBKT-Schema ja schon zur Verfügung gestellt habe, damit Sie auch Ihre Ergebnisse vergleichen können. Und Sie können im Grunde genommen das einfach rüber kopieren und dann eben halt mit den Graph-Implementierung beginnen. Ja, Sie sind also völlig unabhängig von der Lösung der ersten Übungsaufgabe. Einfach das nehmen, rüber kopieren. Ja, falls Sie auch das gelöst haben sollen, die Aufgabe, aber vielleicht der eine oder andere Datensatz ein bisschen anders aussieht als bei mir, aber sagen wir mal, wenn ich mir das anschaue, eigentlich sehe, alles ist okay, könnten Sie trotzdem natürlich dann meine Daten rüber kopieren, weil wir dann quasi alle den gleichen Ausgangspunkt haben, ja, für die weitere Bearbeitung. Das ist sicherlich sinnvoll, denke ich mal. Okay, ich möchte erstmal folgenden Hinweis geben, und zwar hat GraphScript gewisse Einschränkungen. Und zwar können Sie in GraphScript, es gibt jetzt nicht die Möglichkeiten, Funktionen in GraphScript zu schreiben, die Sie ja dann verwenden können innerhalb von SQL-Abfragen dann später, sondern Sie haben nur die Möglichkeiten, Stored Procedures zu bauen. Ja? Aber das ist jetzt kein großes Problem. Man kann natürlich die Graph Stored Procedure innerhalb einer SQL-Skript Stored Function aufrufen. Ja? Und das Prinzip, das habe ich hier quasi am Anfang des zweiten Übungsblattes mal erläutert, ja? In so einer abstrakten Art und Weise. Also stellen Sie sich vor, wir haben so ein Table-Type, XYZ, einfach eine ID und irgendwie so ein Wert. Das soll unser Table-Type sein, dass Sie irgendeine ID und irgendeinen Wert, eine Tabelle mit IDs und Werten zurückliefert. Ja, und wir können GraphScript, Sie sehen hier ist Graph, ja, hier ist eine GraphScript-Prozedur. Da können wir nur Prozeduren definieren. Und das heißt, wenn wir etwas in der relationalen Welt weiterverarbeiten wollen, dann geht das nur über ein Out-Parameter vom Table-Type. Und das habe ich hier gemacht. Wir haben also hier den Out-Parameter Parameter XYZ vom Table-Type TTXYZ. Ja? Und innerhalb der Prozedur, Sie greifen in irgendeiner Weise auf den Graph zu, ja? Und führen irgendwelche Operationen aus, und am Ende des Tages weisen Sie über zum Beispiel so einen Selection-Ausdruck, über so ein Projection-Expression, weisen Sie jetzt diesen Parameter PXY einen Wert zu. Ne? Um jetzt mit diesem weiterarbeiten zu können, ja, machen Sie einfach Folgendes. Sie bauen einfach ganz standardmäßig eine Funktion, die heißt einfach jetzt Function XYZ. Ja. Vorher hieß es Procedure XYZ. Jetzt heißt es Function XYZ. Und die hat jetzt nur noch diesen In-Parameter. Ja, Sie sehen hier, PIN ist der In-Parameter, aber dieser Out-Parameter natürlich nicht, weil der ja als Funktionswert zurückgeliefert werden soll. Returns etwas vom Table-Type XYZ. Das ist jetzt eine SQL-Skript-Funktion. Und innerhalb der SQL-Skript-Funktion machen Sie jetzt nichts anderes, als dass Sie eine Variable VXYZ von dem Table-Type deklarieren. Sie nehmen die als Out Also setzen damit den Output-Parameter der Prozedur XYZ und machen einfach einen Return von dieser Tabellenvariablen. Und danach können Sie dann das Ergebnis Ihrer GraphScript-Funktion ganz normal in SQL-Ausdrücken verwenden. Sie sehen hier Select, Punkt, 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 From. Und dadurch, dass das hier eine Tabelle zurückliefert, können Sie das wie eine Tabelle in einem SQL-Statement behandeln
Und damit können Sie dann die Daten entsprechend weiterverarbeiten, anreichern, ja. Also wenn Sie zum Beispiel nur Haltestellen-IDs in den GraphScript verarbeiten, Sie wollen aber Haltestellenbezeichnung am Ende ausgeben, nein, dann joinen Sie das einfach mit der Haltestellentabelle. So, damit man jetzt arbeiten kann, in unserem Beispiel habe ich den Code für die für die Erstellung des Graph Workspaces bereitgestellt. Ja, Sie öffnen ja wieder dieses Python Notebook, mit dem Sie, also diese Übung 2 Python Notebook, in dem ich quasi alles so schön vorbereitet habe. Und Sie sagen jetzt schlicht und einfach, Sie bauen den Graphen, indem Sie einerseits die Knoten bauen und dazu definieren Sie geeignete Views. Also ich habe jetzt ja vorbereitet, also ein View Graph Haltestelle. Und da die Haltestellen, auch die S-Bahn-Haltestellen, also die Tabelle der Haltestellen, auch die S-Bahn-Haltestellen umfasst, aber ich das Netz nur, das U-Bahn-Netz nur hier modelliert habe, ja, bauen Sie den Graphen auch nur mit den Haltestellen, die über das Netz auch wirklich verbunden sind. Das wird einfach über diesen View dann realisiert. Also es ist alles nur die Haltestelle, die über Segmente verbunden sind, ja. Die werden jetzt hier, werden jetzt hier gebildet, ja. Und bei den Edges, ja, da muss ja dieser Schlüsselwert, die eindeutige Identifizierung der Kanten muss realisiert werden. Naja, und das wird einfach so gebildet, indem, also die Kanten haben ja einen bestimmten Wertebereich, die Knoten, Entschuldigung, die HID A, HID B. Ja, und ich mache einfach folgendes: HID 1 mal 100.000 plus HID B. Ja, HID A mal 100.000 plus HID B. Und damit wird dann hier in diesem Falle jetzt die eindeutige Nummer gebildet, ja. Und die anderen Attribute werden natürlich, die Linien, Länge, Meter und Dauer in Sekunden werden entsprechend in den Graph übernommen. Ja. Und der eigentliche Graph Workspace, naja, ist einfach nur Graph Workspace, ja, der heißt einfach GWS, also für Graph Workspace und dann U-Bahn, ja. Und hier bitte wieder dran denken, ich habe das hier, Kleinschreibung habe ich hier gemacht, weil ich die Kleinschreibung insgesamt bevorzuge, ja. Aber wenn Sie das später aufrufen in GraphScript, dann müssen Sie das Großbuchstaben in die Gänsefüßchen setzen, ja. Nach diesen vorbereitenden Arbeiten steht also der Graph Workspace zur Verfügung und Sie können dann die Aufgaben bearbeiten. Und die erste Aufgabe ist halt, den Netzzusammenhang zu prüfen. Und zwar ein Netzzusammenhang finden heißt das Auffinden von maximalen Teilnetzen, in denen jeder Knoten durch jeden anderen von jedem anderen Knoten aus erreichbar ist. Ja, also wir müssen maximale Teilnetze, bei der jede Haltestelle von jeder anderen Haltestelle aus erreichbar sein soll. Ja, und für das U-Bahn-Netz würden wir ja erwarten, dass das im Grunde genommen wir ein einziges maximales Teilnetz haben, nämlich das gesamte U-Bahn-Netz. Ja, und das verrate ich Ihnen jetzt natürlich nicht, ob es der Fall ist oder nicht. Wenn Sie also diesen Netzzusammenhang programmiert haben, dann können Sie diese Frage dann natürlich präzise beantworten. Ja? Und hier geht schon eben, dass Sie müssen also eine GraphScript-Prozedur schreiben, die Teilnetze findet, ja? Dann wieder in eine tabellenwertige benutzerdefinierte Funktion einpacken, ja? Und dann sollen Sie das Ganze in eine SQL-Abfrage einpacken, also so wie ich es vorher beschrieben habe, auf der Konzeptebene. Und dann soll das irgendwie so aussehen, dass Sie hier so eine Teilnetznummer haben, ja. Die Daten sind natürlich falsch hier, die ich hier jetzt hier produziert habe, ja. Aber Sie sollen nur symbolisieren, wie das aussehen soll. Also in dieser Tabelle soll quasi jedes Teilnetz eine Nummer bekommen und es sollen dann einfach die Haltestellen eben mit ihrer Teilnetzinformation, der Teilnetz-ID dann ausgegeben werden, ja. Und diese Abfrage, und da habe ich jetzt quasi bei diesem Übungsblatt jetzt das Thema Performance mit reingenommen, ja, die muss unter einer Sekunde liegen, ja.
Wenn Sie das jetzt naiv über SQL-Skript-Schleifen irgendwie implementieren würden, dann würde das länger dauern. Ne? Also Sie müssen da, also Sie können das natürlich mal erstmal so implementieren, wenn Sie da besser dann erstmal zu einer Lösung kommen, ja. Und wenn es oberhalb einer Sekunde liegt und alles ist richtig, kriegen Sie trotzdem noch relativ viele Punkte, aber ich ziehe ansonsten da eben halt was ab, ja. Und vom Prinzip her sollen Sie da eben halt die Performance auch hinkriegen. Ne? So, das nächste ist, dass wir Verbindungen im Netz finden, ja. Und zwar gibt es da zwei Teilaufgaben. Einmal gibt es die kürzesten Pfade berechnen. Das haben wir ja schon auf der Folie haben wir das gesehen. Ja, das geht. Also da können Sie sich natürlich vollständig daran orientieren, dass Sie da die kürzesten Pfade hier ermitteln. Allerdings soll es zwei Varianten geben, nämlich die Anzahl der Haltestellen soll minimiert werden, beziehungsweise die Gesamtlänge soll minimiert werden und das soll eben halt ein Parameter der Prozedur sein. Ja? Und des Weiteren ist es eigentlich wieder genau dasselbe wie vorher, dass Sie das Ergebnis im Grunde genommen wieder einpacken in eine Stored Function und dann über eine Query dann wieder so ausgeben. Ja? Und dann sehen Sie ja hier der entsprechende Pfad, ja. Und hier sehen Sie natürlich, dass Sie sehen, dass es da mehrere sozusagen, dass dann die Linien hier ins Spiel kommen und das ist Teilaufgabe 2.2. Und zwar, Sie sollen Umsteigepunkte ermitteln und tatsächlich ist es so, deswegen sollen Sie das in Python machen. Also die GraphScript-Sprache ist so von ihren algorithmischen Elementen, von den Möglichkeiten, die sie da bietet, sehr, sehr eingeschränkt. Und also die soll sich nur auf Graph nur auf den Graphteil irgendwie konzentrieren, ja. Aber hier bei den Umsteigepunkten zu berechnen, das ist nicht so ganz sozusagen ganz ohne das zu machen. Und das wäre in GraphScript unheimlich mühsam. Deswegen an dieser Stelle kommt da Python wieder ins Spiel, ja. Und zwar ist es eben halt so, dass Sie natürlich erkennen müssen, wann Sie umsteigen müssen. Ja, hier wäre es klar, dass Sie nachdem Sie sozusagen von Meckernbrücke eben halt zum Hallischen Tor fahren, dass hier ein Umsteigevorgang ist. Ja, und aber es kann sein, dass sozusagen, nehmen wir mal an, hier bei Nummer 5, das gibt es jetzt hier nicht, da gäbe es noch was mit U1, ja, aber nicht U3. Also hier würden die um 7 haben, sie könnten dann ein Stückchen mit U1 oder U3 fahren und dann wieder nur ein Stückchen nur mit U1. Dann wäre ja, hätte es ja nur sozusagen, sollte es nur einen einzigen Umsteigevorgang haben und nicht zwei. Nicht, dass sie sozusagen U7 nehmen, dann gehen sie auf die U1 und dann hier gehen sie auf die U3. Das würde ja keinen Sinn machen, weil sie ja mit der U1 weiterfahren können. Ja? Diese Umsteigethematik, die erfordert tatsächlich ein bisschen Gehirnschmalz. Da ist es so, dass ich da von Ihnen erstmal ein Konzept haben möchte. Dass Sie sagen, so und so, also Sie überlegen sich mal, welche Situationen können überhaupt auftreten, generell. Nicht nur jetzt in unserem Beispielgrafen, ja, sondern generell, was könnten da für Situationen auftreten und dann eben halt beschreiben, wie Sie dann die Umsteigepunkte berechnen würden. Da brauche ich also ein Konzept von Ihnen. Ja, also etwas Schriftliches dann auch letztendlich, was Sie dann in das Python-Notebook damit reinschreiben würden, wie Sie das machen, ja. Und dann natürlich die Implementierung des Konzeptes. Aufgabe 3 rankt sich um Zentralität. Zentralität ist natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema in Graphen. Also spielt dann eine Rolle, wenn Sie jetzt, also jetzt für unser Beispiel, nehmen wir mal an, wir würden eben halt die Haltestelle haben wollen, von der es am schnellsten zu allen anderen Knoten ginge. Also so ein zentraler Punkt, von dem wir eben halt am schnellsten zu allen anderen Punkten kommen. Ja? Das wäre die Closeness. Also Zentralität beschreibt Knoten im Netz, die besonders zentral liegen. Dabei gibt es zwei Varianten. Das eine ist Closeness. Closeness ist die Haltestelle, deren Gesamtdistanz der kürzesten Pfade zu allen anderen den minimalen Wert hat. Ja, und zwar ist in Distanz in diesem Fall die Länge gemeint.
Ja, für solche Netze, Logistiknetze zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwo Logistikzentrum bauen, dann wäre dieses Closeness-Thema natürlich eine relevante Geschichte, ja. Und das könnte ja für irgendeinen Kurierdienst, der eben halt umweltfreundlich fahren will, natürlich auch eine wichtige Rolle sein, das dann in Bezug auf das Netz hier zu haben. Und das andere ist Betweenness. Betweenness ist sozusagen die Haltestelle, durch die meisten kürzeste Fahrten zwischen allen Haltestellen verlaufen. Und das ist so ein kritischer Knoten, ja, wenn kritische Kante ist das im Grunde genommen, also ein eigentlich kritischer Knoten, sorry. Und wenn dieser Knoten ausfallen würde, dann würden sich eine ganze Menge Wege verlängern. Das ist also diese Betweenness-Centrality. Das sind zwei unterschiedliche Maße, ja. Da müssen Sie vielleicht auch nochmal dann nochmal lesen, so ein bisschen, ja, falls Ihnen das aus meiner Beschreibung heraus hier nicht sofort klar geworden ist, ja. Und das ist also das, was jetzt hier passieren soll, ja. Das sind die beiden Dinge. Ich habe das hier nochmal verdeutlicht, also Teilaufgabe 1, Closeness. Und da würden Sie zum Beispiel jetzt rauskriegen, Stadtmitte ist wäre der am besten, ja, und die Gesamtdistanz zu allen anderen wäre dieser Wert. Also der Gesamtdistanz aller kürzesten Pfade zu allen anderen, ja. Sie sehen, dass da ziemlich viel Berechnungsaufwand eigentlich entsteht, ja, weil sie alle kürzesten Pfade zu allen anderen irgendwie behandeln müssen, ja. Und auch hier möchte ich eine Laufzeit von unter einer Sekunde haben. Und Betweenness ist noch komplizierter, ist also eine ganz aufwendige Geschichte, das zu berechnen. Und da möchte ich, dass Sie das Ganze in 10 Sekunden hinkriegen, ja. Also da braucht es tatsächlich, ich glaube, meine Lösung braucht irgendwie, war es jetzt 3 Sekunden oder 1 Sekunde, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich da 10 Sekunden angesetzt, ja.